Yeah, 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 Leute, hier ist wieder dieser Death. Und ich glaube, ich hab's langsam gegriffen. Man denkt immer, man kann sein Leben so leicht ändern, aber irgendwann merkst du, dass du was dafür tun musst. Ziehst du an. Ich bin jetzt 24 Jahre alt und merke, ich habe ein Suchtproblem. Hab Jahre damit verbracht, nachts auf diese Flucht zu gehen. Schon damals, als ich 14 war, bisschen Bier, bisschen Gras. Scheiß auf Hausaufgaben, ich geh raus für den gewissen Spaß. Dreh am Rad, kiffen war für uns reiner Zeitvertreib. Am Wochenende dann nur saufen, das trieb uns noch weiter rein. Im Plan hatte ich leider keinen, es war eine schwierige Zeit. Obwohl ich wusste, den richtigen Weg hat man mir schon gezeigt. Liebeskummer, Schulstress, dann diese Motivationsverlust. Mittelfinger hoch, Augen zu, ab in die Drogensucht. Ab jetzt ist alles egal, ich chill mich einfach halt. Andere machen eine Ausbildung. Ich renn auf Pilze durch den Wald, durchgeknallt. Scheiß auf Arbeit, nicht will lieber rappen. Damn, kiffen macht mich müde, doch wozu gibt's Ritalin-Tabletten? Die ganze Nacht schreiben, wach bleiben, Mann, ich muss nicht. Die nüchterne Zeit ist endlich vorbei, das war der Schlussstrich. Schlussstrich, Schlussstrich. Ich hab mein Quali noch gemacht, ich hab ihn gerade so geschafft. Dann fing ich an zu überlegen, ich glaub, das hat mir was gebracht. Dann dachte ich plötzlich an die Zukunft und ich wusste, dass ich's wirklich tue. Ich wollte was aus mir machen und ging dann in diese Wirtschaftsschule. Es lief ganz gut, doch ich wollte sogar in der Pause kiffen. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, also einfach drauf geschissen. Ein ganzes Jahr lang nichts gemacht, aufgestanden, Spliff gepafft, auf jede Party gerannt. Hauptsache, dass ich hier nichts verpasst. Dicht wie ein Spasser kam der erste Ausbildungsplatz. Einzelhandelskauf, doch wieder hab ich daraus nichts gemacht. Ich bin lieber zum Splash gefahren und hab mich einfach nicht krank gemeldet, während die mich entlassen haben, hab ich entspannt gezeltet. Ich kam zurück, wusste ich hab versagt. Das zweite Mal, ich nahm die Bon, nahm im Zug. Und dann war's mir scheißegal, jetzt konnte ich wieder chillen. Endlich, Mann, ich muss nichts. Ausbildung nach einem Jahr geschmissen, das war der Schlussstrich. Ich ging dann ins Arbeitsamt, um nach bisschen Geld zu fragen. Doch die gaben mir die Adresse von so einem Sandwich-Laden. Die wollten einen Azubi haben, ich hab sofort zugeschlagen. Brot ich mir 3 Jahre lang in jedem gottverdammten Abend. Ja, ich hab es lange getragen, doch war auf Flucht vor der Wahrheit. Ich musste das machen, so kombinierte ich Sucht mit der Arbeit. Am Wochenende feiern auf Pep oder teile ich da Freunde in der Stadt. Und sie sagten, du laberst echt nur noch Scheiße. Gebe den Schnaps auf uns und Trost, ne Frau auf den Schoß. Wir hatten kaum Moos, doch wir stapfen, wir kloppt doch die Stadt und kauften das Koks und rauchten das Dope und legten dann los. Wir zerlegten uns bloß, Access ohne Ende, yo, wer denkt an den Tod? Ich schmier dir ein Brot, viele Winter waren hier eklig. Ich stand völlig gefickt und depressiv hinter dieser Theke. Doch ich hab die Prüfung geschafft, denn das musste ich. Endlich auch mal was abgeschlossen, das war der Schlussstrich. Schlussstrich, Schlussstrich. Und jetzt hab ich ihn wieder erreicht, den Punkt in meinem Leben. Ich weiß, ich kann mit der Fam und mit meinen Kumpels immer reden. Doch ich tapp im Dunkeln durch den Nebel, fühl mich wie geknebelt. Ich hab so verdammt viel Zeit gehabt, aber wenig geregelt. Und das geht nicht. Ich hab so viel Potenzial, aber wenn du nur noch stumpf bist, wird dir sowas auch egal. Und ich probier's noch einmal und jetzt mit geballter Kraft. Denn ich glaub an mich und ich weiß genau, dass ich's bald auch schaff. Ich hab nicht mal im Traum mit Löffel und Spritze gesehen. Ich lass alles hinter mir, um ganz an die Spitze zu gehen. Ich lass die Sünde Sünde sein und geh jetzt den richtigen Weg. Was bringt mir 1000 gute Ratschläge, wenn man mich nicht versteht? Und es ist noch nicht zu spät, es dreht sich 180 Grad und es geht in Richtung Leben. Es wird ein wunderbarer Tag. Ey, willst du ein paar Drogen kaufen? Nein, ich muss nicht, die Sachen sind gepackt. Fuck, das ist der Schlussstrich.